mit dem Professor? Stimmt. Na, irgendwas stimmt. Hilfe! Komm nicht, Heine! Helfen Sie mir! Anna! Komm! Geh! Siehst du, weiß es nicht! Er kennt mich nicht mehr! Ich habe eine Menge zu erklären, aber alle! Bitte! Bringen Sie nicht in sein Haus, da stimmt was nicht, das ist gefährlich. Bringen Sie in mein Auto. Ja, und dann? Los. Vorsicht. Das Telefon funktioniert auch nicht. Aber vielleicht kann der Professor ja bei Ihnen. Ich rufe sofort einen Arzt an. Saboteure sind das Dilettanten. So. Unser Telefon ist immer noch kaputt. Er muss hier weg. Warum? Klopfer, was? Vielleicht kannst du mir das erklären. Was zum Teufel ist mit dem Professor geschehen? Und wer zum Teufel war sein komischer Besuch gestern Abend? Wie hieß er noch? Dimitri. Ja, Dimitri. Dimitri. Sehr witzig. Auf welcher Position spielen Sie diesmal? Linker Stürmer, rechter Verteidiger oder als Libero, der den Ball verteilt, wie es ihm gerade passt? Oh Gott, unser großer Trainer. Mr. Harvey, ich frage mich, wann werden Sie begreifen, dass unser Lieblingskind Fußball sich in Ihrem Land nie durchsetzen wird? Sagen Sie das nicht, Dimitri. Und wann hat man eigentlich Sie ins Spiel eingewechselt? Schon in München. Als Sie nach Norwegen reisten, da haben meine internationalen Freunde und Konkurrenten das Signal erkannt. Immer wenn Sie sich aus Ihrer Deckung wagen, gibt's für die Firma was zu holen. Und was zum Beispiel? Ananas, Bananen, Tomaten, Weizen. Heiß oder kalt? Wie geht es dem Professor? Womit haben Sie ihn betäubt? Keine Tricks! Okay, okay. Hat der Professor geredet? Wird es unseren östlichen Freunden drüben am Ufer möglich sein, ihn erneut zum Reden zu bringen? Ich denke wohl nicht. Oh, Dimitri. Ein Foulspiel. Unser Professor wird sich über mehrere Wochen und Monate an überhaupt nichts erinnern, Mr. Harvey. Ja, wenn mir gestattet, Sie während Ihrer Unpässlichkeit zu durchsuchen. Wo ist die Kassette? Wie viel? Wie viel? Es gibt keinen Preis, Sportsfreund. Diesmal haben Sie ein Eigentor geschossen. Die Kassette.
So, mach mal den Motor aus und stopp mal. Hoffentlich funktioniert das wenigstens. Pennot 80 auf Empfang. Pennot 80. Bitte kommen. Ja, hier ist Peter. Charlie, pass auf, es gibt zwei Dinge. Erstens, du kannst uns zurzeit telefonisch nicht erreichen. Wieso? Die Verbindung ist unterbrochen. Unterbrochen? Ja. Und zweitens, das ist noch wichtiger. Informiere die Polizei in Gutwangen und organisiere einen Notarztwagen. Wozu denn das? Eine Freundin meines Sohnes ist mit einem schwerkranken Mann auf der Straße von Backer nach Gutwangen in einem Jeep unterwegs. Und dieser Mann braucht dringend Hilfe. Es handelt sich um einen Professor. Professor Olaf Gunström. Ja, er heißt Olaf Gunström. Olaf Gunström? Ja. Aber euch geht's gut? Ja, bestens. Gibt's für euch was Besonderes? Nein. Aber du sollst dich alle 8 Stunden melden. Verstanden. Ende. Ende. Na, hoffentlich klappt doch alles. Die müssen dem Professor helfen. So, wirf den Motor wieder an. Jetzt fangen wir Lachse. Womit? Dimitri besuchen. Um diese Zeit beißen noch gar keine Lachse. Da muss man ganz früh raus. Fahr mal vorsichtig ran. Ich glaube, da stimmt was nicht. Auf wen tippen Sie? Spartak Moskau, Dukla Prag oder vielleicht Honved Budapest? Tovarisch Tchakov von Dynamo Kiew. Er hat seinen Kettenhund dabei. Meistens braucht er ihn nur zum Feuer. Fahr mal näher an. Wärst du da freiwillig im Boot geblieben? Bleib hinter mir. Leise. Papi! Alles in Ordnung, Patrick? Ja, ja. Hast du dir wehgetan, Patrick? Nein, nein. Alles okay. Bleiben Sie stehen. Mein Name ist Peter Packert und das ist mein Sohn Patrick, wie Sie ja schon wissen. Ah. Darf ich fragen, was Sie hier machen und wer Sie sind? Mein Vater hat gefragt, wer Sie sind. Ich heiße Harvey, bin ein alter Bekannter von Monsieur Dimitri. Der spricht aber nicht gerade für Sie. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Ja, das habe ich gemerkt. Darf ich Ihnen einen Rat geben? Verschwinden Sie hier schleunigst. Übrigens, Sie sind sehr schnell, Mr. Packard. Sein interessanter